Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Bomberman R oder wie auch immer R mit dem Ego Whitey. Hallo Freunde! Den seht ihr da rechts unten in der Ecke. Ich bin links unten in der Ecke und ich bin wunderschön und rosa. Ja, ich bin schwarz. Ach nee, das bin ich schon in der Ecke unten. Ich habe irgendwelche tollen Fähigkeiten, glaube ich, gerade eingesammelt. Ich muss mich hier noch ein bisschen dran gewöhnen, was man so kann. Ja. Okay, jetzt meine lässt keine Bomben mehr raus. Jetzt wird's kritisch. Ja, jetzt machst du keine Bomben mehr. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, jetzt habe ich fast einen Fehler gemacht. Irgendwer anderes hat sich da gerade in die Luft gesprengt, aber meine haut echt keine Bomben mehr raus. Also hat man nur am Anfang Bomben. Man muss immer wieder welche einsammeln, oder? Kann das sein? Nee, du kannst immer nur eine Bombe legen, außer du sammelst ein paar Items. Ah, shit. Nein! Ja, bam, schön weggepfeffert. Du musst Nein! Und weg bin ich. Okay, also irgendwie konnte ich gerade keine Bomben mehr setzen. Das hat mich sehr irritiert. Ich dachte, das funktioniert noch. Nein, ach Mann, jetzt habe ich ihn hier aufgepoppt. Oh. Okay, es gibt anscheinend nur einen Stern, wenn man gewinnt, oder? Jawohl. Es geht bis 3, hat er eingestellt. Okay, also eine eher kurze Runde. Ja, wer als erster 3 Runden hat, hat gewonnen, wa? Ja, ich hoffe mal, das bin ich. Jetzt lege ich auch plötzlich wieder Bomben. Okay, alles gut. Was gibt's alles für Fähigkeiten? Also das Feuer, das bedeutet, dass du längere Feuerstrecken machen kannst. Okay. Und dann, ich glaube, mit dem Bombendingen, ich glaube, da kannst du die, glaube ich, schießen. Okay, also bin mir nicht ganz sicher, aber man kann die auf jeden Fall, man kann die Bomben schießen. Ja, das ist wohl wahr. Okay. Oder mit dem Bomben. Nein! Double! Nein! Da laufe ich direkt rein. Was mache ich denn da? Bomb Double! Der eine steht da oben nur in der Ecke und macht nichts. Der kämpft die ganze Zeit links oben. Und der bleibt länger drin als ich. Ich glaub's nicht. Der macht mal einmal Einsatz hier. Ich kann da nicht einfach so hingehen, weil die beschießen mich von da. Ah, doof. Ist aber auch gemein, dass die sich da verstecken. Okay, der hat sich selbst weggepfeffert. Ist übrigens das erste Let's Play, was wir auf der Switch machen. Nein, ich komm nicht mehr! Alter! Die sind gut. Weißt du, was die eingestellt hat, die Alte? Nee. Wenn du einen von dem Flugzeug da wegpfefferst, dann kommst du automatisch wieder rein. Das hat die wohl eingestellt, hat den Noah weggeballert. Ich glaube, Alter, die hat 2 Controller zu Hause, die spielt damit sich selber. Also Noah spielt auf jeden Fall nicht mehr mit, glaube ich. Noah ist raus. Die spielt mit sich selber, glaubt mir, die hat 2 Controller. Aber das ist dann schon eine ziemliche Fähigkeit. Ich meine, ich habe auch 2 Controller hier. Ich spiele jetzt gerade hier auf der Switch mit dem Pro-Controller. Aber ja, jetzt erstmal hier nochmal schön in Deckung bleiben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Spiel, was man so ewig spielt, aber was zwischendurch mal durchaus Spaß machen kann, wenn ich das richtig sehe. Hau den Noah da oben mal weg, pass auf da auf den. Oh shit, das wäre so schön gewesen, jetzt die alte da. Ja, ich bemühe mich. Pass auf. Jetzt sie fast. Jetzt hau ich mich gerade selber weg. Ja, nicht uns gegenseitig. Nein, du bist ja da reingelaufen. Ja, klar. Geh weg. Ja. Nein, was machst du denn? Ja, ich hab dich eingesperrt. Das hat nicht mehr funktioniert plötzlich alles. Oh Mann, ey. Oh nein, bitte nicht. Die hat gerade die Bomben auch rumgeschoben, hast du das gesehen? Ja, die genau. Die Bomben immer rum. Ja, genau, da kann man machen und dann kannst du die... Nein, was mache ich denn? Ach, jetzt auch Marcel. Du hast dich da gerade selber eingesperrt gehabt, ja, oder? Ja, ich weiß. Wie machst du denn sowas? Achso, komm schnell mit dem Flugzeug dahinter. Hau den Noah weg. Ach stimmt, wir können ja die Flugzeuge machen. Nee, ja, hauen sie weg, oder? Bevor die sich selber halt hier. Oder wir hauen sie weg, das wäre natürlich auch was. Aber das ist cool, dass man hier noch rumfliegen kann mit dem Flugzeug. Ah, Mist, jetzt haut sie ihn weg. Sie hat ihn. Alter, die spielt das doch schon seit Jahren, Alter. Das sehe ich doch. Also wohlgemerkt ist heute der 3. März, wo wir das aufnehmen. Der erste Tag, an dem die Switch überhaupt rausgekommen ist. Aber sie spielt das bestimmt schon seit Jahren, ja. Alter, die hat die Switch doch schon von Nintendo bekommen, schon letzte Woche, das sehe ich doch. Meinst du, das sind diese hart geübten Leute, die schon voll drauf haben, im Gegenteil zu uns? Das können wir natürlich da zurückkehren, sein. Oder? Ja, komm, machen wir nochmal eine Runde, oder? Komm, jetzt müssen wir sie auch mal wegziehen hier. Eben. Ne? Ich warte sowieso hier noch momentan auf die anderen Leute. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwelche Pros reinbekommen. Ich denke mal, das ist schon gut aufgeteilt so. Ah, schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob das so viele Leute spielen, aber ist halt eines der ersten Multiplayer-Spiele überhaupt auf der Nintendo Switch. Von daher wird es wahrscheinlich jetzt der eine oder andere auf jeden Fall ausprobieren wollen, wie das so ist, die Switch im Multiplayer. Momentan ist der Multiplayer-Modus ja auch noch kostenlos. Im Herbst wird er ja dann kostenpflichtig. Und ich bin auch echt ein Bomberman-Noob. Ich habe in meinem Leben noch nicht sehr viel Bomberman gespielt, muss ich zugeben. Ich hab's früher auf dem M64 mal gezockt. Deswegen. Jetzt kommst du langsam raus, warum es hier drauf hat. Ja. Hallo, ich hab's noch nicht drauf. Sonst hätte ich die Longoria gerade weggezogen. Ach, du bist pink, ne? Ja, genau. Ich bin pink. What's
Okay, dann lass uns nicht gegenseitig bombardieren, sondern lass uns da mal hoch zu dem. Oh, 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 oh. Nein, ich hab mich eingesperrt. Was machst du denn? Wow, war das klappt. Die ging zum Glück nur 3 weit. Auf der Treppe, auf der Treppe kann man nichts machen, oder? Ich glaub nicht, hau in die. Der hat irgendeinen Trick vor. Ja, jetzt haut er ab. Jetzt wollte er uns verarschen. Hab schon gemerkt, ja. Ja, ich hab ihn eingesperrt, jawohl. Oh, ich hab mich selbst weggehört. Jawohl, erste Runde gewonnen, jawohl, da ist der erste Sieg. Sehr schön. So, neue Runde, neues Glück. Alright, time to begin. Ja, time to begin, das sehe ich aber auch so. So, dann beginnen wir mal hier. Ich bleib mal schön in meiner Ecke hier oben. Ich hoffe, die bringen auch weiterhin Glück. Oh, bleib schön da oben. Ja. Nee, ich komm schon aus meiner Ecke raus. Jetzt bin ich hier. Wow, jetzt bin ich im Siegestaumel oder so. Bist du so schnell aus deiner Ecke? Warte mal, ich hau den jetzt weg hier, den Typ. Bist du eigentlich so schnell aus deiner Ecke unten rausgekommen? Wie hat das funktioniert? Der haut mir die Bombe. Ja, boah, Whitey, bist du gut, Alter. Oh. Die gnadenlose Selbstüberschätzung ist hier schon wieder am Start. Nee, also komm. Also, Nein, ja, verzieh dich doch. Oh, Mist. Nein. Jawohl, schon wieder gewonnen. Wer haut denn da so die Bombe da dreckig hin? Gemein, gell, was dem immer einfällt. Also, ich fand's gut. Aber das war's noch lange nicht. Fertig, hier, völlig fertig. Und zwar die dritte Runde mache ich jetzt fertig. Den dritten Stern hole ich mir. Achso, jetzt kann ich die Bombe, glaube ich, auch weghauen. Und wenn man eine Bombe einsammelt, dann hat man eine zweite wahrscheinlich, oder? Dann kann man zwei nacheinander machen. Ja, genau. Okay. Verstehe, wie es funktioniert. Hey. Oh. Ah, gefällt dir das? Ja, es hat mir gefallen. Nein. Nein, bitte nicht. Geh noch an Seite. Nein, ich geh. Und ich lauf noch rein in deinen. Es ist zum Verzweifeln. Du standst mir im Weg. Also ich glaube, so ein Multiplayer, wenn man es zu viert spielt, ist es, glaube ich, echt cool. Aber man muss halt immer erstmal 4 Leute finden, die das Spiel auch haben. Ja, das stimmt. Es geht sogar bis 8, ne? Es geht sogar mit 8 Leuten, ey? Ja, geht auch sogar mit 8. Also. Okay, wir müssen definitiv noch mehr. Also wir werden das auch noch öfters mal spielen, glaube ich, weil das ist schon ziemlich witzig. Also gerade bei mehr Leuten könnte es sogar noch witziger sein. Vor allem, wenn man die anderen Leute dann auch schreien hört, verzweifeln hört. Das ist natürlich mein Highlight hier. Guck mal, Alter, der Typ wartet doch nur dahin, bis wir uns gegenseitig wegbombardieren. Ja. Oh, nein, jetzt, nein! Jawohl, gegenseitig wegbombardiert und mir damit den Sieg geschenkt. Ich mag euch, das macht ihr prima da oben. Ist das eine Pfanne? Er legt eine Bombe hinter mich, obwohl ich vorne eine hingelegt habe. Oh. Erste Runde gewonnen. Woo. Sehr schön. Das gibt sogar 6 EP von. Bald steige ich in die nächste Liga auf. Mir fehlen nur noch 494, also gehen wir wieder zurück in den Raum. Oh Mann. Vielleicht finden wir jetzt wieder einen 4. Mitspieler. Aber kann es auch zufällig passieren, dass man in ein 8. Spiel reinkommt? Ich weiß es gar nicht. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich einen neuen Raum suchen wieder. Ah, okay. Dann machen wir nochmal ein 4. Spiel, würde ich sagen. Danach schauen wir mal. Du wartest auf die anderen Personen. Ja, jetzt bin ich drin. Okay. Es hat kurz gedauert. So, wir nehmen mal ich Gas geben hier. Dann nehme ich auch mal den klassischen weißen Bomberman. Das übliche, achso, das sind irgendwelche speziellen Fähigkeiten oder so, die man noch zusätzlich nehmen kann. Ja. Aber es geht gleich wieder los in die nächste Runde. Also der Online-Multiplayer scheint momentan noch recht flüssig zu funktionieren beim Nintendo. Hier bei der Switch. Wobei uns ja das ein oder andere schon aufgefallen ist. Unter anderem, dass die Internetverbindung relativ komisch ist von der Switch. Also die WLAN-Verbindung. Weil die steht bei mir circa einen Meter weg vom Router, die Switch. Und trotzdem hat sie nur 2 von 3 Balken. Was irgendwie ein bisschen seltsam ist. Und beim Whitey waren von auch schon Verbindungsprobleme. Ja, ich hab die sogar noch ein bisschen schlimmer. Liegt aber bei mir daran, weil ich habe ja... Mein Router steht im Wohnzimmer. Und ich habe circa 10 Meter den Switch vom Router weg. Also jetzt ungefähr 10 Meter. Vorher waren es circa 15. Da ging gar nichts. Also bin ich gar nicht online reingekommen, muss ich sagen. Okay, ja, das ist jetzt geht's glücklicherweise ein wenig. Aber ich habe gesehen, im März kommt ein, der hat sich selbst weggehauen. Jawohl. Nein. Im März kommt ein? Ja, warte, in 2 Wochen. Jawohl. Nein. Nein, unentschieden. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Wir haben uns gegenseitig eingesperrt. Das war Am 19. März kommt ein LAN-Kabeladapter. Okay. Den steckt man im USB rein und dann, kostet zwar 30 Euro, aber werde ich wahrscheinlich investieren.
Okay. Wo wir gerade von USB reden, da könnte ich mich schon fast wieder aufregen, weil ich habe ja den Pro-Controller, mit dem ich hier auf der Switch spiele. Ich will immer Wii U sagen. Auf dem ich hier Switch spiele. Und der Pro-Controller hat einen, natürlich auch ein USB-Kabel dabei, wo man ihn mit aufladen kann. Und das ist, glaube ich, ja, ich schätze, es sind 1,5 Meter. Aber Entschuldigung, für den Controller ein Kabel, das nur 1,5 Meter ist, jawohl. Nein, nix, ja, nein, der kommt, ganz nein, ruhig, da Freund, kommt der, ganz da kommt der wieder raus, der Sack. Verdammt. Boah, was ist denn jetzt los? Oh, der wirft doch von oben oben runter. Boah, ja, jetzt die hüpfen, rein, die hüpfen, die hüpfen. Ich bleib hier einfach so stehen und hoffe, dass nichts passiert. Ja, weiß es nicht. Ist auf jeden Fall gefährlich, jetzt nach vorne zu gehen. Boah, die sind echt gemein, diese Dinger, die der da raushaut. Ah. Wow, die geht weit. Der Typ, ne? Ich geh da jetzt hin. Komm, lass mich. Nein! Was? Nein, wo kam denn die her? Was? Wo kam die her? Ey. Also die hätte ich nicht gesehen. Verdammt, er hat seine erste Runde gewonnen. Der nicht freut cool. Sich aber ein bisschen der Gelbe, ne? Sollte mal lieber nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen, sonst ganz schnell. Nee, genau. Dann mal lieber, der weiß nicht, dass wir uns kennen, deswegen. Ja, ja, wir spielen auch momentan nicht so, als würden wir uns kennen. Oder vielleicht spielen wir gerade deswegen so, als würden wir uns kennen. Kann ich denn die Bombe jetzt aufwerfen? Ach, guck mal! Behalt deine blöde Bomben. Jawoll! Nein. Oh. Jawoll, jawoll, ja! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh doch, genau der ist es. Was machst du da? Du hast aber auch noch nicht so die krassen Sachen hier freigeschaltet, mein Freund. Hab ich so das Gefühl? Ja, bleib mal locker. Ja, jetzt habe ich ihn eingeklemmt. Jawoll, ich danke vielmals. Ich danke vielmals. Ja, ja, der Typ. Jetzt wird's aber auch Zeit, dass du mal hier eine Runde gewinnst, oder? Ach, ist doch nicht so Der lässt sich wie ein Splatoon gerne abschlagen. Oder bei Mario Kart 8. Wobei, oder da habe ich auch immer verloren, von daher. So ist gleichwertiges Versagen, wenn dann. Naja. Ich frage mich, ob ich jemals eine Runde in Splatoon gewinnen werde. Nicht, wenn Destiny dabei ist, glaube ich. Oh, wow, wow, wow. Wow. Nein, verdammt. müssen wir noch ein bisschen üben hier. Nein. Schade. Soll ich mich mal um den Ball kümmern? Oh, ich ja, hätte ihn, mach, nein, er hat mich eingesperrt. Mal. Ich hätte ihn auch fast eingesperrt. Nein. Bombardier immer bitte weg, da helf mir mal. Okay. Oh, die gehen aber nicht so weit. Oh, Whitey, bist du doof. Also gegen so viel Blödheit, da kann ich da leider auch nicht mehr helfen. Da kann ich noch so viele Bomben schmeißen, aber das hilft alles nichts. Oh, Whitey, geh die Switch wieder abgeben, Alter. Geh der Bomberman verkaufen, ey. Ist das Beste für dich, ey. So, Mann. Ich hatte es mir ja nicht vorbestellt, Bomberman. Also so in der Stadt war schon fast schwierig, heute am Release-Tag noch die Spiele zu bekommen. Also es hat echt gedauert. Wem sagst du das? Also Switch war sowieso nicht mehr möglich zu bekommen, aber das war kein Problem, weil die hatte ich ja schon vorbestellt bei Amazon. Aber so die normalen Spiele waren auch schon... Nein, was tust du denn da? Nein, weg. Shit. Also bei uns war kein Problem, die Switch noch zu bekommen. Echt? Ja, bei uns im Mediamarkt, da lagen noch 5 Stück. Nein, ich war noch weg. 5 lagen da noch echt. Mann! Stück, ja. Na warte. Na Mist, ich hüpf zurück. Ich muss auf die andere Seite rüber. Jetzt sind sie alle auf der anderen Seite, jetzt muss ich wieder den weiten Weg auf die andere Seite. Er hat mich eingesperrt. Was ein Drecksack. Verdammt. Die Runde geht dann leider wohl an ihn. Oh, Freunde, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Ey, das war nicht spaßig. Spaßig ist nur, wenn wir gewinnen. Ja. Das hat er noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Oh, das habe ich mir echt anders vorgestellt. Muss ich echt sagen. So, sollen wir in den Raum zurückkehren oder sollen wir einen neuen Raum suchen? Ja, jetzt habe ich schon im Raum zurückkehren gedrückt, ja, aber ich kann gerne rausgehen. Wenn du willst, dann kannst du schon mal einen neuen Raum suchen. Also, du hast echt gemeint, es geht zu 8? Das geht zu 8, ja. Du, wenn du einen Stimmt, eigenen steht Raum hinten drauf. Steht auf der Packung hinten drauf. Das ist eine neue. Siehst du schon, hast du eine neue Arena. Sehr schön. Wahrscheinlich war es in dem Spiel, in dem vorher festgelegt, immer dieselbe. Ich bin fertig. Ich glaube, der den Raum erstellt, ich glaube, der kann das einstellen. Wie weit kann ich meine Bombe denn werfen? Momentan kann man... Schön, ja, eingesperrt, Digga. Ja, mega. Sind wir den ersten losgeworden. Mittlerweile haben wir hier, geht's übrigens 4 Runden zu gewinnen. Also man gewinnt jetzt hier nicht mehr so leicht wie noch in der letzten Runde. Nein! Wieso geht das zu? Nein, das ist einfach zugegangen! Alter, der will nur mich holen, der Affe. Das Level hat mich eingeschlossen. Vorsicht, die gehen hoch. Wenn man auf diese Platten draufsteigt. Musste ich gerade feststellen, deswegen bin ich gestorben, weil ich da nicht mehr rauskam. Da hatte ich mich selber eingesperrt.
So, hier will doch hier sicher jemand eingesperrt werden. Das ist auf jeden Fall geil, oder? Mit dem Platten, das finde ich gerade richtig cool. Naja, wenn ich mich nicht selber rausgeboxt hätte, dann würde ich es auch noch cooler finden. Bomb den mal da hinten bitte weg. Ja, ich arbeite dran, ich damit arbeite. Damit ich mal gewinne. Warte mal, ich werfe dem jetzt auch nochmal eine Bombe dahin. Ich arbeite. Hau ab, Grüner, lass mich in Ruhe. Ich habe ihn eingesperrt, Ah, verdammt. Hat leider nicht ganz geklappt. Jawohl, ich habe ihn schon wieder eingesperrt, aber das hilft einfach nichts. Alleine schaffe ich es nicht, ihn zu besiegen. Ja, der eine, der hilft dir ja nicht hier. Der will ja lieber mich bombardieren. Jeder hat auf einen abgesehen. Jetzt vielleicht, jawohl. Jetzt ist er weg. Ist er nicht. Bam, ja, doch. Ja, Baby. Ja. Immerhin mal eine Runde gewonnen, der Whitey. Er hat 4 Runden eingestellt. Was ist denn mit ihm, ey? Boah, ich dachte, ich brauche nur noch 2. Ja, falsch gedacht. Kriegt bei Unentina jeder einen Stern oder gar keiner? Weiß ich gar nicht. Ich glaube gar keiner, ne? Hey, ich habe gerade nämlich keinen bekommen bei Unentina. Okay. Unser geniales Unentina. Na dann, machen wir nochmal ein paar Explosionen rein. Nochmal noch umgehen. Schnell hier aus dem Deck raus. Item mit dem Marcel. Was tust du denn? Ja, ich hab mich selber weggebrochen. Wieso machst du denn sowas? Ja, komm. Das ist ungesund sowas. Das sollte ich wieder. Eingesperrt. So, und ich möchte rein. Hoffentlich hat er das eingestellt, dass man wieder reinkommt. Oh ja, so hat das eingestellt. Ah, okay. Du hast dich gerade selber. Nein! Nein! Achso, wenn man einen abwirft, dann kommt man wieder rein. Genau. Ah, das ist eine ganz coole Regelung eigentlich. Nein! Wer war das? Nein! Nein. Verdammt. Aber es ist gar nicht so leicht, hier einen abzuwerfen. Weil meistens können sie dann doch wieder entkommen noch. Ja, oh, die Bomben können sich bewegen noch? Ja, nicht immer anscheinend. Ach, das ist ein Drecksack. Das ist ein Drecksack. Boah, Sascha, du Drecksack, ehrlich. Da hast du dich wieder reingespielt, aber es hat trotzdem nicht gereicht für den Sieg in der Runde. Ärgerlich, ja, ärgerlich. Hat er mich gekriegt, muss ich so sagen, wie das ist. Muss ich zugeben, hat er gut gespielt. Ja, geschickt gemacht, muss man sagen. Auf jeden Fall. Da hat er bestimmt die Tasten richtig durchgehämmert. Bestimmt, ja. Diese Mini-Tasten, ich finde das Ding ja so schrecklich, den Controller. Der ist so mini. Also ich bin froh, dass ich mit dem Pro-Controller hier spielen kann. Der war sein Geld echt schon wert, weil der andere Controller, nee, also da. Ich habe jetzt echt nicht so die großen Hände, aber der ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Jetzt können wir mich hier selber wieder umbringen. Jetzt hätte ich mich fast selber umgebracht. Wenn ich jetzt die Bombe gerade gelegt hätte, wäre ich tot gewesen. Ja, jetzt habe ich ihn eingesperrt. Oh ja, Sascha, gefällt dir das? Gefällt dir das, eingesperrt zu sein, Sascha? Ja, gefällt dir das? Kann ich nicht. Oh, ich bin oben. Ich bin eine Etage drüber. Jawohl, man kann auch eine Etage. Nein, hoch. Er hat mich eingesperrt. Sascha, du Drecksack. Oh, schade, man kann die Bombe nicht runterrollen. Kann ich. Nein, tu die Bombe weg da. Nein, weg mit der Bombe. Ich bin wieder da, Baby. Was, schon wieder? Ja, der eine spielt schon wieder nicht mehr hier. Achso, ja, stimmt, der da unten. Okay, irgendwie ist es mit dem Bombenschmeißen hier noch ein bisschen unverständlich für mich. Aber ich krieg das hin. Sascha ist weg. Ich hole mir noch ein paar Bomben hier. So. Nein, ich hab mich selber eingesperrt. Nein! Mal von da unten. Ja, Baby! Ja, der Whitey muss noch lange genug warten. Irgendwann bringe ich mich da schon selber um mit den Bomben. Oh Mann, ey. Verdammt. So. Komm, Whitey. Well, selber zureden. Wenn's hilft. Ich mach ruhig. Tu dir da keinen Zwang an. Ich versuche in der Zeit, mich nochmal hier nicht selber in die Luft zu jagen. Boah, ich finde das voll doof, dass die Leute irgendwann nicht mehr spielen, weißt du, wie ich meine? Das finde ich schon ein bisschen richtig dumm. Ja, ein paar Leute warten einfach hier immer, die campen immer so ein bisschen und warten drauf, dass man sich irgendwann mal zu ihnen bewegt. Dass sie dann angreift, beziehungsweise der unten ist einfach rausgegangen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch eingeschlafen oder so. Ne, er bewegt sich manchmal. Ja, Sascha, das war's. Gefällt dir das, Sascha? Ja, gefällt dir das? Whitey scheint auf jeden Fall zufrieden zu sein mit dem Ergebnis. Nein! Wieso geht die so schnell hoch, die Bombe? Hey, die hat gerade eben erst angefangen. Oh nein, Sascha ist wieder da, man, bomb ihn weg, Mach ich doch. Nein! Ja, ja, weg ist er. Ja, Baby. Und da ist die dritte Bombe. Oh, nein! Schade, ich dachte, ich kann mich wieder ins Spiel reinbomben. Danke. Komm, Whitey, eine Runde noch, komm. Ah, Whitey ist jetzt höchst motiviert, ihr hört es. Jetzt will er auch mal gewinnen. Ich bin in Bombenstimmung. Oh ja, das will ich sehen. Ja, jetzt muss ich mal. Langsam ist es auch mal wieder Zeit, dass ich hier ein bisschen was gewinne. Ich glaube, ich schlage mich jetzt mal zu den Typen da links unten durch. Nachdem der gar nichts da reißt, muss den mal, glaube ich, einer. Ah, ich bin schneller jetzt. Wow, bin ich schnell. Verdammt, bin ich schnell. So, das gehen wir wieder her. Schön. Hat er sich selbst wieder eingesperrt. Ja, Sascha, gefällt dir das? Du hast mir den ersten Leuten mal. Oh. Nein, Marcel, nein!
Jawoll! Irgendwer hat sich wieder reingespielt. Achso, da unten, der hat sich wieder reingespielt. Ja, klasse. Ja, klasse, ja, klasse. Nein, ich habe mich eingesperrt. Nein, es ist immer das Gleiche. Was machst du denn? Ich habe mich einsperren, hast du doch gesehen. Ja, nee, ich war mehr auf den Sascha konzentriert. Okay, jetzt heißt es Sascha oder Whitey. Nee, noch nicht. Das Duell der Giganten. Ah, nee, der hat er nicht gerade gewonnen? Ach, oder der ist, ja, aber der hat erst zwei. Achso, ich dachte, der hätte gerade schon seinen dritten Stern bekommen, aber das war erst der zweite Stern. Weißt du was, ich mach das jetzt mal ganz geschickt. Ich hau jetzt erstmal den Blauen da. Jetzt kommt der geschickte Modus, jetzt kommt der geschickte Modus. Marcel, bist du doof? Fazit, der geschickte Modus hat nicht funktioniert. Warte mal, ich hau den da unten jetzt weg, da komm ich rein. Ich sperre mich hier gerade wieder selber ein bisschen ein. So, dann komm ich wieder rein. Wunderbar. Grafisch finde ich, sieht das Spiel aber auch ganz okay aus, wobei hier natürlich auch grafisch jetzt nicht so die Anforderungen sind. Also da merkt man, also bei dem Spiel finde ich, merkt man jetzt nicht, ob man auf der PS4 spielt oder ob man, also wenn man das auf der PS4 spielen würde, würde es wahrscheinlich ähnlich aussehen wie hier auf der Switch. Auch wenn sie grafisch natürlich nicht so viel drauf hat wie eine PS4. Okay, ich kann werfen. Dank, gefällt dir das, Sascha? Ja, wenn ich werfen kann. Was? Das war ja, doch komplett woanders. Oh, das war doch komplett woanders. Nein, nicht auf mich. Doch. Okay, ich schmeiß Sascha raus. Ich probier's zumindest. Nein, Sascha ist da unten. Ah, hier dein... Okay, Sascha, du musst jetzt nach hinten... Nein, ich dachte, ich hab's auf den Kopf geworfen von Sascha. Jawohl, ich hab Sascha rausgehauen. Woo! Sehr schön. Mal schauen, was Sascha dazu sagt. Sascha hat nichts zu sagen. Sascha, ich schwöre dir zu Gott, wenn du mich wegbombst, dann knall ich dir ein paar. Jawoll! Da gibt's auch noch eine Runde für mich. Es bleibt spannend. Vielleicht kann ich auch noch dieses Duell für mich entscheiden. Wie gut, dass man hier keine Nachrichten schreibt. Sascha hätte schon lange eine gekriegt, Alter. Und selbst wenn man welche schreiben würde, wären die wahrscheinlich zensiert, so wie bei Monster Hunter oder so. Wo man nicht mal das Wort Schwanz schreiben durfte. Ehrlich? Ja, bei Monster Hunter wurde das Wort Schwanz zensiert, da musste man Schweif schreiben. Seitdem sage ich immer Schweif und nicht mehr Schwanz. Wieder was gelernt. So. Zwei auf einmal zu... Hä? Nein! Ja, wird wohl nichts mit der Runde gewinnen, wa? Ja. So, wir gehen mal schnell darüber. Sprengen uns hier den Weg frei. Hier sprengen. Ich bin wieder da. Oh. Ah, so schnell geht er nicht auf der Whitey. Wenn er mal im Siegesfieber ist, dann muss man aufpassen. Dann ist er gefährlich. Dann ist er höchst motiviert, da was zu reißen. Nein. Ja, bitte. Nee. Oh, bitte nein. Nee. Hat mir zwar das Ding auf den Kopf geworfen, aber umbringt glücklich. Hä? Hey? Ja, hä, bitte. Was? Wieso? Wieso? Nein, warum? Erklär's mir. Wieso ist auf einmal eine Bombe vor mir? Hat er die auf mir auf den Kopf geschmissen? Und hat er die auf den Kopf geworfen? Der Sieg gehört mir. Ich wusste es. Ich wusste es. Den kann man nicht gewinnen lassen, ey. Ah, neue Runde. Diesmal, jetzt muss ich mal wieder hier. Es steht 1-1 hier in unserer ewigen Online-Duell-Runde bei Super Bomberman R. Für was steht das R? Freunde, wenn ihr das wisst, ne? Ab in die Kommentare damit. Für richtig gut steht das. Oder für Release-Tag oder. Ne, ich nehme nochmal einen anderen. Schwarzen, blauen. Nehmen wir den gelben, der sieht doch so fröhlich aus. Ich bleib heute komplett bei schwarz, ne? Okay. Black is beautiful oder wie hier. Oder? Warte, nee, komm, ich gönn mir doch mal einen anderen. Man kann übrigens die Kampfregeln auch nochmal ändern. Revanche an, tödliche Blöcke. Aber die Spieler. Okay, die vier Spieler konnte man nicht ändern oben. Ich kann, glaube ich, immer nur derjenige, der den Raum erstellt hat. Okay, dann sollten wir vielleicht doch nochmal selber einen Raum erstellen mit 8 Leuten. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!